Krankenhauschef Paul Neuhäuser, der Chef der Augustinus-Kliniken, war bei Frank Möll zu Gast auf dem Klappstuhl und äußerte sich zur Entwicklung psychischer Erkrankungen und zur Integration von Behinderten und erklärt, warum ihm die Hilfe für Menschen, die in Not sind, so wichtig ist. Im letzten Jahr wurde er in Neuss zudem Vizeschützenkönig und schließt auch nicht aus, noch einmal auf den Vogel zu schießen. Am Tag des Interviews traf Frank Möll Paul Neuhäuser bei einem Behindertenturnier, bei dem die beiden gemeinsam Sanitätsdienst für die Malteser leisteten. Paul Neuhäuser ist Chef vieler Kliniken und Altenheime in Neuss. Erzählen Sie einmal etwas darüber. Ja, wenn ich nicht gerade für die Malteser unterwegs bin, bin ich verantwortlich für die St. Augustinus Kliniken, ein Gesundheits- und Sozialverbund hier am linken Niederrhein, der 4 somatische Krankenhäuser betreibt, mehrere Psychiatrien, 6 Altenheime und zahlreiche Einrichtungen für Menschen mit Behinderung. Okay, wir beide haben heute schon gearbeitet, wir duzen uns. Ist jetzt was komisch, wenn wir uns siezen, deshalb schlage ich vor, dass wir uns heute auch duzen, weil die Menschen wissen ja, dass wir uns duzen. Wir sind hier bei den Maltesern und haben heute Sanitätsdienst gemacht. Also ich frage dich, warum machst du das eigentlich? Du bist Chef von so vielen Krankenhäusern, hast einen Jahresumsatz von 250 Millionen Euro zu betreuen. Wieso nimmst du dir die Zeit? Die Hilfe für die Menschen, die in Not sind, ist mir schon immer ein besonderes Anliegen gewesen. Ich bin als junger Mann zu den Maltesern gekommen, bin Rettungsdienst gefahren und habe einen engen Bezug dazu über die Jahre. Und es tut einfach gut, auch ganz praktisch, unmittelbar Menschen Hilfe zu leisten. Wir sind hier auf einem Behindertensportfest am Stadtwald. Was bedeutet dir die Arbeit mit Behinderten und gibt dir das heute, am heutigen Sonntag, etwas persönlich hier mit Behinderten zu tun zu haben? Also ich finde es sehr schön, dass wir in unserer Gesellschaft Menschen mit Behinderungen versuchen zu integrieren. Man nennt das auch Inklusion. Dass wir uns anstrengen, dass Menschen mit und ohne Behinderung zusammenleben, spielen, arbeiten können. Und das ist etwas, wo letztendlich Nächstenliebe ganz besonders spürbar wird. Du bist auch Chef des St. Josef Krankenhauses und der St. Alexianer Kliniken. Das sind ja Kliniken, die eben für geistig Behinderte da sind, die psychisch Erkrankten helfen. Warum hat Neuss da so einen hohen Stellenwert und warum ist Neuss so ein Zentrum hier in der Region für diese Menschen? Das St. Alexis St. Josef Krankenhaus ist ja entstanden aus der Tradition der Neusser Alexianer Brüder, die sich seit 500 Jahren hier in Neuss um Menschen, psychisch kranken Menschen, Menschen mit geistiger Behinderung gekümmert hat und aus der Tradition der Neusser Augustinerinnen, die vor über 150 Jahren durch Mutter Johanna Etienne gegründet worden sind und sich auch immer um diese Menschen kümmern. Die große Akutpsychiatrie, die wir in Neuss mit dieser Einrichtung haben, ist sicherlich außergewöhnlich. Sie ist deswegen außergewöhnlich, weil es keine Psychiatrie weit außerhalb der Städte ist, sondern von Anfang an stadtnah bzw. in der Stadt war und damit dem Gedanken von Inklusion, von Teilhabe ganz besonders gerecht geworden ist. Bereits früher, als die Häuser errichtet worden sind im 19. Jahrhundert, aber auch heute genauso. In den USA ist es ja schon seit Jahren gang und gäbe und sogar modern, wenn jemand ein psychisches Problem hat, geht er zum Psychiater oder zum Psychologen. Das war in Deutschland lange nicht so. Ich habe den Eindruck, das hat sich etwas geändert. Ja, zur psychiatrischen Akutversorgung gehört neben dem stationären Möglichkeiten in einem Krankenhaus oder auch den teilstationären Angeboten in einer Tagesklinik, auch die sogenannte Institutsambulanz. Und das sind Einrichtungen, wo Menschen ambulant behandelt werden. Diese Institutsambulanzen ergänzen das gute Netzwerk niedergelassener Psychiater und Psychologen. Ist es schlimmer geworden? Also sind die Leute, haben die mehr Gemütsstörungen? Sind sie depressiver in all den Jahren geworden? Ich habe den Eindruck, ja. Also nach den offiziellen Statistiken sind die psychischen Erkrankungen die am stärksten wachsenden Krankheitsbilder weltweit, nicht nur in Deutschland. Ich habe gerade vor 2 Tagen noch im Wirtschaftsteil einer Zeitung eine Statistik gelesen, dass bei den Gründen für Arbeitsunfähigkeit mittlerweile die psychischen Erkrankungen die größten Wachstumsraten haben. Ich weiß nicht, ob es dadurch kommt, dass diese Erkrankungen nun akzeptiert sind, sichtbar werden oder ob die Menschen tatsächlich kränker geworden sind.
Die Zahl der psychisch Erkrankten steigt, es wird ja auch immer teurer. Werden die Krankenkassen das auf Dauer mitmachen? Man muss begreifen, dass eine psychische Erkrankung genauso wie ein Herzinfarkt, ein Beinbruch eine akute Erkrankung ist, für die der Patient in der Regel nichts kann und dass er genauso einen hohen Hilfebedarf hat. Und deswegen ist es auch unstrittig, dass die Behandlung psychischer Erkrankungen genauso von den Kostenträgern übernommen wird wie die Behandlung somatischer Erkrankungen. Aber wie gesagt, du hast ja sehr viele Kliniken zu betreuen. Ich glaube, es sind 5 oder 6, dann kommen noch 4 Altenheime dazu. Ich weiß jetzt die Zahlen nicht ganz genau. Muss man dafür Hauptmann bei der Bundeswehr sein, um so eine Mannschaft zu führen? Das muss man sicherlich nicht. Meine Ausbildung zum Berufsoffizier und meine Tätigkeit als Berufsoffizier über 15 Jahre hat letztendlich auf den ersten Blick wenig mit diesen ganzen Dingen zu tun. Aber auf den zweiten Blick gibt es 2 wesentliche Parallelen. Die eine Parallele ist, auch als Soldat bin ich dafür da, der Gesellschaft zu dienen. Und das tue ich, wenn ich für die Malteser arbeite oder für ein Krankenhaus genauso. Und die zweite Parallele ist sicherlich, es kommt auch als militärischer Führer darauf an, Menschen zu führen, Menschen anzuleiten, gemeinsam ein Ziel zu erreichen. Und das ist eben auch in einem großen Unternehmen und auch in einem großen Sozialunternehmen so. Malteser International ist segensreich in der ganzen Welt tätig, auch im Nordirak, da warst du einmal. Was hast du da im Nordirak für die Malteser gemacht? Nach dem ersten Golfkrieg gab es eine große Kurdenflüchtlingswelle, nachdem Saddam Hussein die Kurdengebiete im Norden des Iraks angegriffen hatte. Die Kurden flüchteten über die Berge in die Südosttürkei und kamen dann nachher in die alliierte Schutzzone zurück. Ich bin damals, das war 1990, für die Malteser als Chief of Administration dort mehrere Monate im Einsatz gewesen und habe die Hilfe der Malteser für die Menschen dort sowohl auf der türkischen als auch auf der irakischen Seite koordiniert. Die Neusser wissen, dass du Leistungssportler warst. Du hast warst einer der Top-Ruderer hier in der Region. Wir sehen dich aber auch oft mit dem Fahrrad hier durch Neuss fahren. Ist Sport immer noch wichtig für dich? Also ein bisschen körperliche Betätigung, ich will das nicht Sport nennen, ist wichtig als Ausgleich. Ansonsten sitzt man ja nur noch am Schreibtisch und ich habe es mir einfach angewöhnt, möglichst alle Strecken mit dem Fahrrad zu machen. Da kann man das Angenehme mit dem Nützlichen verbinden und tut auch vielleicht auch noch ein bisschen was für die Umwelt dabei. Ja, und ich war im vergangenen Jahr selbst dabei. Ich meine, du bist Hauptmann, du kannst sicherlich gut schießen, du hast super getroffen den Königsvogel, hast ihn bereit geschossen für den König Götz. Also du bist Vizekönig, wolltest selbst König werden. Und ich frage dich, Paul Neuhäuser, möchtest du Schützenkönig in diesem Jahr werden? Also zunächst mal muss ich sagen, es ist ein unheimlich gutes Gefühl, wenn man sich vornimmt, auf den Vogel zu schießen und wenn man Kandidat ist. Meine Frau hat zu mir gesagt, am Dienstag letztes Jahr, als wir auf dem Weg zur Vogelstange waren, das war das schönste Schützenfest, was ich je erlebt habe. Insofern will ich auch nicht ausschließen, dass irgendwann vielleicht nochmal der Zeitpunkt kommt, dass ich nochmal an die Stange trete. Man soll schließlich nie, nie sagen. Okay, Paul, wir müssen jetzt wieder arbeiten, ein paar Schürfwunden versorgen und uns um die Behinderten kümmern. Danke für das Gespräch.